Hi, heute zeige ich euch den Moesta BBQ One, den neuen Feuerplattengrill mit Lavasteinplatten. Der ist jetzt eingezogen, was der alles kann und wie wir ihn einweihen, das seht ihr in dieser Folge von BBQ aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Bevor wir den Moesta One gleich das allererste Mal anfeuern, werde ich ein bisschen was vorbereiten, denn wir wollen natürlich auch was auflegen. Steak-Tacos soll es geben, eine ganz schnelle Nummer, braucht halt ein bisschen Vorbereitung, aber dann geht es wirklich rucki-zucki. Ich habe mir hier ein wunderschönes Stück Hüftsteak aus dem Eis geholt, das ist dafür hervorragend. Das werden wir vorab marinieren. Und für die Marinade brauche ich Knoblauch, ein bisschen Oregano, Salz, ein bisschen Kreuzkümmel sowie Pfeffersalz und Limettensaft. Das sind die Dinge, mit denen ich das Ganze marinieren möchte. Und ich starte jetzt einfach mal damit. Dieses Stück hier ist relativ dick. Ich werde das jetzt einmal mit dem Messer so durchschneiden, dass wir da auch möglichst schnell dann zum Ziel kommen und damit wir möglichst viel Fläche haben für die Marinade. Schaut fantastisch aus. Lege ich mir hier in so eine Tupperschale, worin wir es gleich marinieren können. Und dann habe ich jetzt hier die Zutaten für die Marinade. Wie gesagt, einen Teelöffel Oregano, guter Teelöffel Salz sowie Kreuzkümmel. Dazu gesellt sich etwas von meiner Ready-for-Steak-Mischung. Das sind ja vier verschiedene Pfeffer. Eignet sich also da hervorragend. Dann brauchen wir den Saft einer Limette. Dafür die Limette halt immer wieder kurz auf dem Brett so hin und her rollern. Und dann lässt sie sich mit der Zitruspresse wunderbar auspressen. Solltet ihr auf der Suche nach einer Zitruspresse sein, die hier sei euch sehr ans Herz gelegt. Die funktioniert wirklich hervorragend. Schaut her. So, weiter geht es mit dem Knoblauch. Ich habe hier drei Knoblauchzehen liegen. Ich glaube, zwei reichen vollkommen aus. Einfach gerade schälen und dann einfach gerade fein hacken. Wer möchte, kann dafür auch eine Reibe verwenden oder eine Presse. Wie ihr möchtet. Ich hack's jetzt einfach gerade durch. Es ist letztlich eine Marinade. Wenn wir da später in unserem Taco ein größeres Stück Knoblauch wiederfinden, ist das sicherlich kein Schaden. So, wunderbar. Knoblauch darf mit in die Schüssel. Jetzt brauchen wir zu guter Letzt noch ein bisschen Olivenöl. Kommen jetzt so gute 3-4 Esslöffel da noch mit dran. Das Ganze mischen wir jetzt einmal kurz durch. Und damit ist die Marinade für meine Hüftsteaks fertig. Dann nehme ich mir jetzt einfach die Marinade, gebe sie da drüber. So, wenn das Fleisch schon mit der Marinade überzogen ist, machen wir den Deckel drauf und stellen das Ganze jetzt noch für eine gute Stunde in den Kühlschrank. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir bereiten eine Salsa zu. Und zwar brauchen wir dafür Tomaten, ein bisschen rote Zwiebel, Jalapenos, Limettensaft sowie frischen Koriander. Ich weiß, Koriander ist nicht jedermanns Sache, aber ich sage euch einfach, das gehört da rein. Probiert es einfach. Ich kann es euch einfach nur empfehlen. Ich liebe Koriander. Gut, wir starten aber mit den Tomaten, denn die gilt es aufzuschneiden und dieses lästige Kerngehäuse daraus zu nehmen. Auch da wieder, wenn ihr das Kerngehäuse mögt, lasst es drin. Ich finde es nicht gut und dementsprechend kommt es raus. Außerdem verwässert es uns dann die Salsa auch nicht so. Dafür einfach ein Schälchen nehmen sowie einen Esslöffel. Und das Kerngehäuse einfach gerade rausnehmen. Den Strunk ziehen wir auch damit direkt weg. Da hatten auch schon mal Leute gefragt, ob ich den vergessen hätte. Nee, den seht ihr jetzt hier. Und wenn er dann mit dem Löffel da dran geht, ist er verschwunden. Wenn dann die Tomaten endlich das Kerngehäuse verloren haben, schneide ich sie jetzt in wirklich kleine Stücke. Wir wollen das Ganze ja später in die Tortilla-Wraps packen, beziehungsweise in die Mini-Tortillas. Und da hilft es dann nicht, wenn wir da Riesenstücke an Tomate haben. Das heißt also, alles, was in die Salsa kommt, wird richtig schön fein geschnitten. So, wenn die Tomate dann klein ist, gebe ich sie in eine Schüssel. Die ist tatsächlich diesmal auch sehr großzügig bemessen. Kennt man normalerweise gar nicht von mir. Aber grundsätzlich gilt auch, von dieser Salsa kann man auch nicht zu viel haben. Wenn ihr die heute nicht aufbraucht, werdet ihr sie die nächsten Tage einfach noch verwenden können. Die ist wirklich herrlich frisch durchgezogen, noch tausendmal geiler. Und von daher lohnt es sich sowas auch immer gut im Voraus zuzubereiten. Deswegen machen wir das jetzt schon, bevor wir dann gleich die Tacos zusammenbauen. Dann kann das noch so eine Stunde gut durchziehen. Hilft dem Ganzen auf jeden Fall. So, weiter geht es mit roter Zwiebel. Normalerweise kommt da weiße Zwiebel rein. Das weiß ich. Ich hatte jetzt aber rote Zwiebeln gerade da.
und finde die auch sehr lecker. Deswegen, wer möchte, nimmt weiße Zwiebeln. Ich finde aber rote Zwiebeln an der Salsa vollkommen in Ordnung. Wichtig ist einfach nur wirklich wieder fein schneiden das Ganze, dass wir da keine großen Stücke in der Salsa wiederfinden. So, dann haben wir jetzt hier also den frischen Koriander. Das ist so ein halber Bund. Stiele, Blätter, alles. Wir nehmen alles mit, hacken es einfach gerade fein. Weiter geht es mit ein paar Jalapenos. Frische habe ich leider nicht gekriegt, deswegen nehmen wir die aus dem Glas. Das soll aber kein Schaden sein. Eine leichte Schärfe haben sie trotzdem und die hacken wir jetzt auch einfach fein. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Limettensaft. Ich habe hier noch eine Limette. Wir brauchen aber nur den Saft einer halben Limette. Das reicht vollkommen aus. Jetzt braucht das Ganze natürlich noch ein bisschen Pfeffer und Salz. Ich verwende hier wieder mein Ready for Steak. Ein bisschen was dran geben, beziehungsweise noch ein klein wenig extra Salz. Die Tomaten können es auf jeden Fall vertragen. Und zu guter Letzt noch ein klein wenig Olivenöl. Klein wenig sind wirklich 2 Esslöffel, da braucht es nicht wirklich viel. Und dann wird das Ganze jetzt durchgerührt. Ich kann nicht sagen, das ist einfach ein Duft, ne? Die Frische von den Tomaten, dann eben der Koriander damit dran. Das ist das perfekte Topping für den Taco, Leute. Auch die Geschichte stelle ich jetzt eben noch für eine Stunde in den Kühlschrank, dass es schön durchziehen kann und weiter geht's. So, zu guter Letzt bereite ich jetzt noch ein ganz schnelles Avocado-Topping zu. Das ist keine Guacamole, aber auf jeden Fall ein schönes Topping für den Taco. Ich habe hier 2 reife Avocado. Die werden als allererstes aufgeschnitten. So, und dann schnappe ich mir einfach ein Schälchen sowie einen Esslöffel und nehme einfach die Avocado gerade oder das Fruchtfleisch von der Avocado gerade einfach mit dem Löffel raus. Hier haben wir jetzt so ein paar braune Stellen in der Avocado dran, da gehe ich einfach dran vorbei. Das Ganze muss jetzt ordentlich gesalzen werden, also da kann ein guter Esslöffel Salz kann da mit dran, sowie noch etwas Pfeffer. Und zu guter Letzt natürlich noch ein klein wenig Limettensaft. Der hilft zum einen, dass uns das Ganze nicht braun wird. Und zum anderen boostet es natürlich auch nochmal den Geschmack nach oben. Da reicht so der Saft einer Viertel Limette vollkommen aus. Einfach ein paar Tropfen. Hervorragend. So, und jetzt beginnt der große Spaß. Jetzt muss das Ganze zermatscht werden. Dafür einfach eine Gabel nehmen und dann einfach gerade die Avocado zerdrücken. So, wenn ihr das zerdrückt, das muss nicht super fein sein am Ende, ne? Also es reicht vollkommen, wenn ihr das also einmal schön mit der Gabel da durchgeht, dass wir da am Ende eben die Avocado eben grob zerkleinert haben, zusammen eben mit dem Limettensaft und den Zwiebeln. So, und also auch das Ganze geht jetzt nochmal kurz zum Durchziehen. Es gibt ja noch diesen Trick, oder dass man sagt ja, dass wenn man den Avocado-Kern da reinlegt, dass einem dann die Masse eben nicht braun wird. Wir haben jetzt den Limettensaft da dran, der sollte das eigentlich auch verhindern. Wir packen ihn einfach rein, er ist ja da. Schaden tut es nicht. Wie gesagt, das wandert auch in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns gleich am Muesta One wieder. So Leute, dann machen wir ihn mal an. Den Muesta Barbecue One mit Holz befüllt. Und den lassen wir jetzt mal ordentlich auf Temperatur kommen. So, inzwischen hat die Platte schon gut Temperatur gekriegt. Wir ölen sie mal ein klein wenig ein vor der ersten Benutzung. Auf der Spurge hat Muesta Barbecue den One vorgestellt. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, schaut euch das sehr gerne mal an. Das war wirklich eine tolle Messe. Jetzt haben wir also hier den Grill stehen. Das ist also ein Feuerplattengrill der ja, etwas hochwertigeren Art. Wir haben also unten den Korpus aus Cortenstahl. Das war ja beim Bandit schon ganz genauso. Eben diese Rostoptik gefällt mir persönlich hervorragend. Passt auch in meinen Garten hervorragend rein. Ich habe mir extra hier diese Schottersteine, die ihr bei der Bahn findet, sozusagen drumherum gemacht, damit, falls Fett runtertropft, das eben nicht jetzt irgendwie auf die G-Platten läuft oder eben auf den Rasen kommt. Wir haben also unten, wie ihr von vorne sehen könnt, haben wir Platz, um Holz zu lagern. Das hier passen Holzscheite jeweils in 2 Reihen rein. Also hier auf meiner Seite sind auch nochmal welche. Und dann haben wir eben hier jetzt eben die Platten aus Lavastein. Es gibt für den One gibt es unterschiedliche Platten. Es gibt welche aus Stahl, die werden in Deutschland gefertigt. Und es gibt eben diese hier aus Italien, aus einem Steinbruch. Lavastein, wirklich eine unfassbar geile Optik. Auch von der Hitzeverteilung her eine ganz andere Geschichte als Stahl. Ich werde euch das in späteren Videos noch zeigen. Ihr könnt quasi, während ihr die Tacos macht, könnt ihr hier an der Seite anfassen. Das funktioniert, das ist überhaupt gar kein Thema, während hier vorne über 300 Grad sind, wo ihr die Sachen drauf anbratet. Hitzeverteilung, da muss man dann ein bisschen neu lernen sozusagen, wenn man von der normalen Feuerplatte kommt. Da ist es aber auch so, dass ja natürlich innen die Hitze größer ist als außen. Aber hier ist es wirklich so, dass man das dann außen
anfassen kann, ohne sich die Flossen zu verbrennen. Des Weiteren ist es so, wir haben also hier innen, ich hole euch mal näher ran, dann seht ihr von oben rein. Von innen seht ihr nämlich, dass hier kein Cortenstahl ist, sondern hier innen ist alles aus Edelstahl. Die gesamte Wanne, auch die Auflageflächen und so weiter und so fort, sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Auch die Schrauben, auf denen das Ganze ruht. Innen drin natürlich dann der richtig dicke Rost, auf dem ihr dann auch ordentlich Feuer machen könnt. Ihr seht, der verfärbt sich auch schon ganz gut, weil wir haben ja ordentlich angeheizt. Und unten drunter befindet sich dann direkt die Ascheschublade. Die erreicht ihr von vorne. Die befindet sich nämlich hinter dieser Abdeckung hier. Die ist mit Magneten gemacht und dann könnt ihr hier entsprechend eure Ascheschublade rausmachen. Dadurch, dass der jetzt gerade eben gelaufen ist, lasse ich die Asche auf jeden Fall erstmal noch einen Tag liegen, bevor ich sie dann entsorge und kann dann hier, wie gesagt, diese Platte wieder reinklicken. Das sieht wirklich richtig geil aus. Unten drunter, wie gesagt, dann die Möglichkeit, Holz zu lagern. Und auf der anderen Seite haben wir auch so eine Platte. Die können wir auch abnehmen, denn hier befindet sich die Lüftungsregelung. Eine Sache, die ja wirklich ein Feuerplattengrill in der Regel nicht hat, ist eine Belüftung. Der hier hat das. Das ist geschlossen. Das ist geöffnet. In der Regel lässt man es tatsächlich zum Anzünden oder zum Anfeuern geöffnet und kann es dann später im Verlauf dann entsprechend zumachen, weil es auch, je höher der Luftzug ist, umso höher ist natürlich auch euer Holzverbrauch. Dem einen oder anderen werden hier an der Seite diese Metalldinger aufgefallen sein. Das sind Fettablaufrinnen, denn hier treffen ja die beiden Platten aufeinander. Und damit das Fett, was dann hier runterlaufen könnte, nicht einfach auf den Boden tropft, gibt es jeweils links und rechts eine Ablaufrinne, die eben dann in den Brennraum reingeht. Ihr seht also, Moesta Barbecue hat sich eine Menge Gedanken über ihren neuen Feuerplattengrill gemacht und das Ding schaut wirklich aus wie eine 10 von 10. Unten der Cortenstahl, obendrauf dann diese Lavasteine. Das Ganze ist natürlich super wertig und wertige Dinge haben ihren Preis. Die UVP liegt bei 3.499 Euro, Stand Mitte 2024. Es gibt momentan eine Vorbestelleraktion. Bis Ende August gibt es 15% Nachlass. Ihr seid also knapp unter 3.000 Euro. Das ist immer noch eine Menge Geld. Machen wir uns nichts vor. Allerdings muss man dazu sagen, ihr kriegt dafür auch eine Menge Material. Wir haben das Ding hier hingetragen und oh boy, also die Platten werden einzeln geliefert. Das ist auch gut so. Aber unten der Korpus mit dem Grill drin, es ist alles doppelwandig. Es ist wirklich Materialstärke hoch 10 und ihr kriegt eine Menge Grill für euer Geld. Ich freue mich jetzt schon drauf, Rezepte auf dem Moesta Barbecue One zu machen. Das Ding steht jetzt, wie gesagt, hier. Aber keine Angst, der Bandit ist nicht vergessen. Er steht quasi 7 Meter entfernt von mir an einem Platz, wo ich ihn auch weiter benutzen kann. Macht euch also keine Sorgen, der Bandit wird auch weiter im Einsatz bleiben. Auch am Ende des Monats gibt es wieder ein Bandit-Video, ist schon geplant. Und es soll ja schließlich weitergehen. Also, weitergehen ist ein gutes Thema. Wir machen jetzt Tacos. So Leute, die Plattertemperatur. Und da lege ich jetzt hier mal das Steak auf. Oh ja, die Platte brennt. Da liegt Hitze an. Das Tolle am Moesta Barbecue One ist, wir haben verschiedene Hitzezonen. Hier direkt Bullenhitze, da wo die Glut ist. Und hier außen kann ich dann meine Tortillas auflegen und die halt schon mal anwärmen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben echt eine Menge Platz. Da kannst du eine Menge Tortillas machen. So, wir können das Fleisch mal drehen. So, das Fleisch ist soweit. Es hat jetzt eine Kerntemperatur von 53 Grad. Wir werden das gleich runternehmen. Dann lassen wir es noch kurz ruhen, dass es dann so gut auf 56 Grad ziehen kann. Meine Tortillas sind schön angeröstet bzw. angewärmt, schön weich. Die nehme ich schon mal runter. So, und das Fleisch darf dann auch runter, wie gesagt, noch kurz ruhen lassen. Das Reinigen der Platte ist ganz einfach. Mit einem Metallschaber, die Sachen gerade einfach in die Glut schieben, dann erledigt sich das Problem von alleine. So Leute, dann können wir die Tacos jetzt endlich zusammenbauen. Hier habe ich meine mexikanische Salsa, die ist jetzt natürlich über die Zeit schön im Kühlschrank durchgezogen. Gleiches gilt für die Avocado mit dem Limettensaft. Und jetzt geht's ans Fleisch. Hier ist also mein mariniertes Fleisch und das schneiden wir jetzt auf. Ihr könnt sehen, innen drin schön rosa. Das Fleisch werde ich jetzt noch ganz kurz mit ein klein wenig von meinem Ready for Steak würzen. Einfach nur ein bisschen was drüber geben, dass wir das dann gleich auch in die Tacos füllen können. Das andere schneide ich gleich erst auf, dann bleibt es eben heiß. Und dann geht es jetzt los, die wilde Fahrt. Ich habe hier diese Taco-Halter und da setze ich dann halt immer meine warmen Tortillas hinein. Dann kommt zuallererst natürlich was von dem sensationellen Fleisch. Dann etwas von der Avocado. Und von der mexikanischen Salsa selbstverständlich.
Bevor wir probieren, einen habe ich noch. Ich habe hier eine Limette. Da schneiden wir jetzt gerade eben mal noch so kleine Eckchen draus. Dann kann nämlich jeder, der möchte, das Ganze noch mal ein bisschen aufhübschen bzw. auffrischen mit ein paar Tropfen Limettensaft. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Und jetzt schnappe ich mir hier so einen wundervollen Taco und ich sage einfach mal sehr zum Wohl. Tacos sind einfach eine super Geschichte. Ne? Ihr habt oben die frische Salsa oben drauf, dann eben diese Avocado und dann eben dieses saftige Fleisch. Ich werde hier nochmal eine absolut gelungene Erstvergrillung auf dem Muestra Barbecue One. Der kann jetzt vorbestellt werden. Falls ihr da Interesse habt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr einen Link dazu. Bis Ende August gibt es den vorzubestellen. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich viel mehr über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da sehr gerne vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut euch den Muestra Barbecue One an. Es lohnt sich. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.